Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Und ich habe hier gerade noch eine Idee. Und ich weiß nicht, wie gut sie ist, aber vielleicht ist sie gut. Und zwar denke ich gerade drüber nach, ob man denn hier irgendwie dann oben eine Plattform hinbauen könnte und unten eine Plattform. Und ich dann hier nicht einfach so einen Lift hinmache. Und dann würde ich hier einfach schnurgerade wie so ein Aquädukt hier so ein paar Förderbänder hinbauen. Das ist so meine aktuelle Idee. Problem dabei: ich bräuchte wahrscheinlich noch jede Menge von diesem ganzen Material, damit ich hier diese Förderbänder bauen könnte. Und dann können wir nämlich das hier jetzt erstmal so laufen lassen und dann machen wir hier eine komplett neue, bessere zweite Strecke. Dann machen wir diese zweite Strecke hier quasi platt. Also die alte Strecke oder die alten Strecken. Und setzen dann direkt aufs Neue. Und dann müssen wir hier eigentlich nur noch umstöpseln. Würde ich für eine gute Idee halten. Aber ich muss mal gucken, ob man das irgendwie in der Praxis machen kann, weil da habe ich doch ein paar Zweifel. Also was man halt jetzt machen müsste. Und da fange ich jetzt einfach mal hier an. So, hier, blub. Hier kommt ein Haupthub hin. Oder vielleicht eher da. Nee, weil wenn, dann will ich das schon direkt da so rüber machen. Da müssen wir mal schauen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Also ich werde jetzt erstmal anfangen, dass ich hier so ein paar Fundamente reinlege. Nicht da. Geht das denn hier unten nicht? Geht das nicht? Okay, das geht hier unten gar nicht. Was ein Mist. Und damit ist im Endeffekt schon wieder der ganze Plan gescheitert. Was ist denn das für ein... Ist da hinten noch irgendwie eine Schnecke, die leuchtet? Weiß ich jetzt nicht. Irgendwas leuchtet auf jeden Fall. Das macht jetzt meinen Plan kaputt. Was man halt machen könnte, wäre, man legt hier ein Fundament drüber. Sieht aber halt kacke aus. Das müssten wir später wegmachen. Und da müssten wir erst alles unten drunter hinmachen. Und dann müssten wir später das Fundament wegmachen. Wieso ist denn alles hier so kompliziert? Wieso kann ich das Zeug hier nicht einfach easy peasy aus diesem verdammten Loch rausziehen? Ich will hier das nicht so machen, weil das macht halt echt die Natur kaputt. Und ihr habt schon gemerkt gehabt, was das angeht, bin ich, glaube ich, echt so ein bisschen öko, selbst in so einem Spiel. Werden jetzt einige fürs ziemlich dämlich halten, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Okay. Probieren wir Folgendes. Ich hau erstmal hier so ein Fundament runter. Das. Das machen wir jetzt einfach mal so in die Richtung. Genau, so machen wir das. Und dann setze ich jetzt hier jedes Mal aufs Neue was ran vorne. Das wird jetzt so quasi das Minecraft-Prinzip. Und ich glaube, ich muss ganz kurz noch was anderes switchen. Ich muss hier nochmal rübergehen. Dann verwenden wir mal das. Ja. Genau, und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt erstmal beschlossen, ich nehme euch jetzt quasi erstmal so mit bei der Entstehung der wichtigsten Etappe. Das ist die hier. Und bei der langweiligen werde ich das dann ausblenden. Oder schneiden. Halt dann jeweils mit den spannenden Dingern. Aber ich glaube, das hier ist jetzt erstmal so eine gute Möglichkeit. Eventuell würde dann hier sogar dieser Conveyor-Belt-Lift funktionieren. Die Problematik ist dann aber, ich müsste dann nochmal lostigern. Und das halt in der Aufnahme. Warte mal, ich muss mal hier die Lampe ein bisschen anschalten. Und nochmal diese Encased Industrial Beams holen. Das ist aber kein Problem. Wir haben davon mittlerweile, glaube ich, so viele im Lager. Weil das Ding permanent durchproduziert. Dass uns das eigentlich nicht wirklich schocken sollte. Wenn wir dann davon jetzt super viele verbrauchen. Aber dann könnten wir halt hier gleich alles
tippitoppi bauen, ne? Und dann machen wir direkt dort vorne hier so einen Umverteilungshub oder vielleicht da hinten sogar rein. Dann kommt alles erstmal hier hoch und dann schauen wir mal. Und hier könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man mit so einem Lift arbeiten könnte. Aber Lift ist halt irgendwie auch kacke. Weil Lift eine gewisse Problematik hat. An die ich jetzt gerade erstmal noch nicht gedacht habe. Weil wenn, dann müssen wir jetzt hier zwei so Dinge direkt nebeneinander bauen. Weil ich einmal den Weg hin und einmal den Weg zurück haben möchte. Weil ich das nämlich gleichzeitig auch noch als Transport für mich selbst nutzen möchte. Das ist eine gute Frage, wie wir das jetzt vernünftig hinkriegen. Jetzt muss ich erst noch was anderes testen. So, wir gehen quasi daran und... Oh, das könnte ich sogar so machen. Okay, das ist jetzt nice. So, jetzt schauen wir mal schnell was. Denn, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann dürfte uns das hier nicht triggern, wenn wir das hier unten wegbauen. Genau, es fällt nicht in sich zusammen, warum auch immer. Und wir können hier nochmal draufbauen. Alles cool. Mist, ich muss es nochmal wegbauen. Ich muss das Ding hier nochmal wegbauen. Ich muss das hier aufs Wasserniveau kriegen. Damit... Weil dann können wir hier unten, wenn wir das wegbauen... Interessiert es die Dinger hier gar nicht, ne? Okay, dann machen wir doch Folgendes. Wir machen keinen Lift. Und wir bauen das einfach wie so ein riesiges Aquädukt hier so hoch und runter. Bis auf eine gewisse Höhe bringen wir das dann und... Ich baue die Dinger hier so auf Wasserhöhe. Dann würde das so aussehen, als ob die Dinger hier irgendwie tatsächlich aus dem Wasser kommen würden. Oder fast so aussehen, zumindest aus der Entfernung. Das würde sich von der Optik her besser machen, dann würde ich das tatsächlich stehen lassen. Und dann wirkt das nicht so komisch, wenn hier einfach nur so Förderbänder irgendwie so hoch und runter gehen, ohne dass sie halt wirklich so ein Fundament haben. Das ist doch eine sehr gute Idee. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ist das auf Wasserniveau? Nein, ist es nicht. Und oh Gott. Schwimm! Was ist hier los? Schwimm, tauch auf. Space. Ja. Das war jetzt so nicht beabsichtigt. Ich werde euch das aber gleich nochmal, glaube ich, zeigen, wie ich das hier meine. Ihr wisst wahrscheinlich schon, aber hey. Warum auch nicht? Das zeige ich euch noch schnell, wie ich mir das gedacht habe. Und wenn ich das dann hier eben fertig habe, dann bauen wir noch das Aquädukt hier hoch und dann mache ich quasi so einen Cut und dann sehe ich mir das oben nochmal an. Und ich denke, dass wir oben vielleicht dann auch tatsächlich anfangen sollten, das dann irgendwie in so einem gewissen Abstand halt irgendwie zu bauen. Und das halt alles gerädert wird. Das ist das, was mich so am meisten eigentlich wurmt. Wenn wir halt jetzt hier überall... Oh, wartet mal. Wartet mal. Ich habe gerade eine ganz doofe Idee. Das muss ich jetzt testen, ob das funktioniert. Denn wenn ja, könnte ich quasi dieses Prinzip hier durchziehen. Oh, das müsste doch gehen. Also ich denke gerade drüber nach, dass ich die Dinger ja auch einfach unten dran bauen könnte. Wenn das halt unten dran snappt. Ja, das Problem ist, es snappt nur nach oben. Das snappt nicht nach unten. Das ist jetzt kacke. Weil das hätte mein Problem gelöst, ne? Dann hätte ich nämlich jetzt sagen können, ich lasse das Zeug hier ransnappen und dann baue ich das einfach so tiefer, tiefer, tiefer. Das müssen die noch ändern. Das müssen die wirklich noch ändern. Sieh dies, du kommst hier nicht ran. Ich komme da nicht ran. Das ist halt echt kacke. Ja. Ihr habt aber mein Prinzip, glaube ich, ganz gut verstanden, was ich jetzt machen möchte. Schade, dass das nicht geht.
Weil das ist schon echt, das ist der Knüller. Das ist der Knüller. Das ist wirklich der Knüller. Oh, das wäre so geil. Wieso machen die das nicht? Oh, richtig cool wäre es ja, wenn man aus diesem Alien-Tech vielleicht dann irgendwie was Spezielles bauen könnte. So ein Antigrav-Fundament oder irgendwie sowas, sodass dann was in der Luft schwebt an diesen Dingern, an diesen Pylonen. Dann hättest du vielleicht so levitierende Pylonen. Oh, das würde richtig cool kommen. Also levitierend heißt schwebend, ne? Das wäre mega geil. Das würde ich voll begrüßen. Also, wir machen jetzt den ganzen Spaß quasi nochmal. Allerdings werde ich jetzt hier mal auf Nummer 7 die kleine Foundation erstmal hauen. Ich glaube, das ist nämlich einfacher mit der zu machen. So, ich möchte hier dann direkt so richtig schön rüber und... nein, das hat schon gepasst so, oder? Passt das so? Nee, das passt so nicht. Oder? Passt? Passt doch. Passt. Nein, passt nicht. Ich will das hier so rüber haben. Genau. Haha. Das ist ja mega genial. Dann kann ich das da sogar hier dran lassen. Und man sieht das dann irgendwie von hier tatsächlich kaum. Ey, wie cool ist das denn? Jetzt mach mir hier nicht meine schöne Idee kaputt. Oh, du machst mir meine schöne Idee kaputt, oder? Shit. Warte mal, ich bin... Jetzt muss ich, damit das ästhetisch pleasing ist quasi, hier einmal rumbauen. Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich eigentlich meine? Ich baue hier quasi einmal rum und dann gehe ich hier die gleiche Anzahl wieder zurück. Damit ich hier quasi so keinen Fehler dann habe. Und dann baue ich hier die anderen Dinger später wieder weg. Jetzt am Anfang ist mir das ehrlich gesagt jetzt nochmal scheißegal. Okay, da kommt das jetzt rüber. Ist das jetzt richtig? Das müsste jetzt halt passen, ne? Das ist jetzt wie viel rüber? 1, 2, 3. Und das ist jetzt wie viel rüber? 1, 2, 3. So, jetzt seht ihr eigentlich das Prinzip, ne? Ich denke, man kann das recht gut erkennen, was ich hier gedacht habe. Perfekt. Wieder was gelernt. Und in der Theorie hätte ich es, glaube ich, sogar noch einen Ticken tiefer bauen können. So, dass man das dann quasi kaum noch sieht. Also ich meine, man sieht es ja jetzt schon kaum noch, aber ich finde die Idee ziemlich gut. Die ist sehr elegant. Gott, Lama. Da habe ich mich jetzt ja mal selbst übertroffen. Da muss ich mich jetzt ausnahmsweise, sorry Leute, muss ich mich jetzt mal selbst loben. Aber das war schon... Das war schon gut. Und dann kriegen wir nämlich jetzt hier tatsächlich auch was hin, was richtig gut aussehen wird. Gott, da bin ich schon... Ja, das ist... Boah. Und dafür, ne? Dass ich quasi keine Let's Plays dazu gesehen habe. Also ich habe mal, ich glaube, ein paar Mal bei Kronk und Royal Funk reingeguckt, weil mich interessiert hat, wie weit die eigentlich sind. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin denen ja haushoch überlegen, was quasi so den Fortschritt der Textstufen angeht. Dafür haben die irgendwelche riesigen Dinger gebaut.
Also, die haben schon früher an was ganz was anderes gedacht, als ich gedacht hatte. So. Damit der ganze Spaß jetzt aber funktioniert, müsste ich zwei so Dinger hier mal direkt daneben bauen, ne? Da müssen wir eigentlich gleich mal gucken, dass wir irgendwie hier hochkommen. Jetzt müssen wir natürlich aber auch schauen, wo würde das am besten hinpassen. Hier würde das, glaube ich, am besten hinpassen, dass wir hier sagen, das hier ist das Letzte. So, wir haben ja schon gesagt, wir rücken hier immer eins ein. Und da haben wir hier so einen gewissen Abstand dazwischen, das ist auch ziemlich gut. Einziger Nachteil allerdings, dass man hier irgendwie noch keine Leitungen dran bauen kann. Das wäre nämlich was, was wir wirklich brauchen könnten, dass man hier immer seitlich so direkt Leitungen auch mit dran klatscht, weil dadurch würde man sich hier das Ganze ein bisschen besser machen. Nein! Okay, ich bin nicht kompetent genug, um das so zu bauen, wie ich das jetzt irgendwie gedacht hätte. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie mal so machen, dass ich ein bisschen stehe. Gott, bitte klitsch nicht irgendwo rein. Das wäre jetzt voll die Katastrophe, wenn wir jetzt hier irgendwie so ein reinklitschen. Nein! Hammer. Wenn wir jetzt hier so ein reinklitschen-Problem hätten. So, das Ding da hinten, das nehmen wir mal weg. Aber das ist echt genial. Ich bin ein bisschen mit mir selbst beeindruckt. Gutes Deutsch. Ein bisschen von mir selbst beeindruckt und dem, was mir da gerade eingefallen ist, muss ich sagen. Ja, das ist schon... Das ist eine super Idee gewesen. Seht ihr es? Gut, dass ich euch das doch gezeigt habe. Und dass wir am Anfang irgendwie so Fehler machen konnten und dann das halt irgendwie besser machen. Und das ist, glaube ich, immer das, worum es auch geht. Irgendwie, also jetzt mal so generell, so lebensphilosophisch gesehen, Fehler machen. Gucken, was hat man falsch gemacht, ne? Und wow, wir haben gerade wieder was Neues dazugelernt. Das ist ja krass. Genau, was wollte ich sagen? Ja, Fehler machen und dazulernen. Und das dann wirklich besser machen zukünftig. Was ja irgendwie vielleicht auch cool kommen. Wollen wir hier diese großen Dinger machen oder wollen wir hier einfach nur mal so... Also... Ich denke gerade schon wieder an diese Conveyor-Lifts. Ich muss ganz kurz gucken, wie das aussehen würde. Warte mal, wir bauen uns erstmal bis ganz nach oben. Wir können das ja dann immer noch revidieren. Und dann quasi so eine Version Nummer 2 machen. Wie gesagt, wichtig ist eigentlich bloß, dass wir lernen, wie wir das Ding hier besser machen. Und wenn es am Ende dann ästhetisch besser aussieht, ist das auch nicht schlecht. Jetzt sind wir gleich ganz oben. Wow, can't afford. Wir haben es nicht bis ganz nach oben geschafft, weil uns das Material ausgegangen ist. Krasser Kack. Aber das sieht schon cool aus. Okay, jetzt wären wir also hier oben. So, was ich jetzt meinte ist, ne, man könnte dann quasi gucken, bla 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 bla, passt das so und dann macht man hier so ein Ding hin. Und dann schaut man sich, ich dafür genügend, davon habe ich auf alle Fälle genügend. Das würde ich nirgends ransnappen irgendwie. So, bam. Okay, es wird doch nicht so cool aussehen, weil wir dann hier so eine richtig fette Plattform vorbauen müssten. Will ich nicht machen. Das möchte ich nicht machen. Dann doch lieber die Variante. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Beton müssen wir wieder neuen holen. Davon vielleicht auch nochmal ein paar. Was ist denn unser Ding? Was fehlt uns denn momentan? Die normalen Eisenplatten? Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Okay, dann würde ich jetzt einfach nochmal losdüsen. Ich hole mal schnell die Platten. Das mache ich jetzt quasi offscreen.
Und dann sehen wir uns quasi gleich wieder. Wenn ich die Platten geholt habe, und dann bauen wir das hier noch fertig. Und dann hole ich hier im Allgemeinen nochmal so ein bisschen Material und lade hier andere Sachen aus, die wir aktuell nicht brauchen für das Vorhaben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Und Cut. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ordentlich Zeug geholt, wie ihr nicht sehen könnt. Wie ihr erst jetzt sehen könnt. Aber jetzt können wir tatsächlich anfangen hier mit dem Bau. Eine Sache ist mir dann jetzt noch eingefallen. Und zwar stellt sich ja jetzt die große Frage, wie hoch sollten denn zukünftig hier diese ganzen Poles quasi sein, damit wir später kein Problem mit dem Verkehr bekommen und vielleicht auch mit Zügen, die eventuell drunter irgendwie umherfahren wollen. Das ist jetzt die Frage, ne? Und ich habe leider noch keine vernünftige Antwort. Muss ich mir mal Gedanken machen. Aber ich schätze vier. Wahrscheinlich, dass wir mindestens vier so Dinger hinstellen und erst dann ist alles tutti. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das wäre, glaube ich, sogar die beste Idee. Und ich habe auch nochmal den Truck geholt. Da ist ja noch so ein bisschen Beton und noch mehr von diesem ganzen Zeug drin. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Was mir halt jetzt nicht gefällt ist, gibt es eigentlich so eine Funktion, dass wir das hier quasi direkt so blub rüber blubben könnten? Wahrscheinlich muss ich hier dann auch irgendwie sagen, hey, ich will das hier haben. Ja, das sieht doch in etwa so aus, als würde das passen, oder? Wir gucken mal ganz kurz. Zack, 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 zack. Zack. Warte mal, nur eins gehen wir rein, ne? Ja. Passt. So, jetzt müssen wir mal schauen, ist das parallel? Passt das so? Das sieht tatsächlich so aus, als ob das wirklich so passen würde. Ha! Okay, das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir ja gesagt, dass wir hier mindestens drei von der Höhe her haben wollen. Das bedeutet also, wir müssen den ganzen Spaß jetzt hier nochmal höher machen. Vielleicht sollte man das sogar mit. Oh. Ich habe hier die falschen Sachen an. Moment. So. Lasst mich mal kurz gucken. Lasst mich doch mal ganz kurz gucken. Vielleicht sind vier besser, weil. Na, vielleicht machen die größere Züge. Weil das hier ist auf alle Fälle Müll. Und das hier ist. Es ist okay, aber es ist nicht so weltbewegend, weil da passen wir zum Beispiel mit dem Ding noch nicht drunter. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie die Züge Minimum in der Höhe machen. Dann müssen wir wahrscheinlich noch Gleise oder sowas uns überlegen. Jetzt ist allerdings die nächste Frage: Machen sie Züge, die auf so Monorails fahren? Das ist die Frage. Weil wenn ja, dann könnten wir wahrscheinlich auch so richtige Trassen höher machen, ne? Ha. Das ist eine sehr gute Frage. Wie würden die das denn machen? Naja, wenn nicht, müssen wir das halt später einfach nochmal optimieren. Ich sag jetzt erstmal, wir machen drei. Wobei, drei war jetzt auch nicht so pralle. Wir machen die Höhe von vier. Vier ist zukünftig das Maß aller Dinge. Das macht es zwar dann ein bisschen schwieriger, wenn wir dann irgendwie Dinger mit hoch bringen wollen auf diese Trassen, aber es ist halt dann so.
Und das ist auch, macht es auch schwieriger, die Dinger wieder runterzubringen. Aber das ist mir auch egal jetzt im Moment, ganz ehrlich. Also jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Das passt. So, jetzt müssen wir den Käse eigentlich nur nochmal verbinden. Jetzt fragt ihr euch, aber Lama, wieso machst du jetzt zwei so Dinger direkt nebeneinander? Und die gehen ja alle in die gleiche Richtung. Und dann sagt euch Lama, nein. Es sind nicht nur zwei. So. Das ist die Variante, die dann runtergeht. Das heißt, wir machen jetzt quasi Folgendes. Wir machen einen, der dahinter führt, ne? Und wir machen drei, die jetzt da rausführen. Ne? Habt ihr verstanden? Und dann machen wir aktuell hier quasi erstmal so eine Vierer-Variante. Das müsste eigentlich reichen mit allem, was wir hier so transportieren wollen. Hoffentlich. Wenn nicht, müssen wir eins noch höher machen und dann führt das halt anders hin. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt erstmal Latte. Oh, fuck. Oh, fuck. Böse Schimpfwörter, das wollen wir nicht im LP. So. Jetzt seht ihr, was Phase ist. Und ich hoffe, ihr versteht's. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns da so langsam runterbauen und so. Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich 5 Abstand lassen und dann gucken wir mal, wie wir hier die Steigung machen. Wow. Ja. Jetzt ist die Frage, wie viel Abstand können wir da lassen? Und das ist jeweils am Ende aufgesetzt. Das heißt, das ist dann 1, 2, 3, 4. Ja, 4 könnte gehen. Das testen wir jetzt einfach mal. Muss ja klappen. So, ich mache das erstmal so mit einem. Damit ich mich später nicht zu sehr ärgere, dass ich jetzt schon wieder 2 gebaut habe und es nicht funktioniert. Das wird echt ein krasses Projekt. So, reicht das schon? Nein. Ach du Schande. Gucke sich das mal an, das ist doch völlig verrückt. 50 gefällt mir aber. Okay, das müsste jetzt aber ausreichen, oder? Nein! Halt, das testen wir jetzt. So, zack. Okay, das reicht aus. Dann kommen wir da bis dort hinten auf alle Fälle auf eine vernünftige Höhe wieder runter. Dann kommt hier jetzt also noch was hin. Cool. Allerdings würde ich echt sagen, ja doch, das passt schon. Das sollte ganz gut passen. Auch wenn es schon sehr steil ist. Findet ihr das zu steil?
Ist das wichtig? Das ist die Frage. Also die nächste Frage ist, wie viele Dinger sind das jetzt weniger, ne? Wenn, dann würde ich natürlich die Steigung gleich so beibehalten wollen. Wartet. Wie können wir das natürlich regeln? Wir können versuchen. Das ist zum Beispiel zu stark. Oh Gott. Das ist die gleiche Höhe. So, jetzt können wir anfangen zu zählen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Wow. Wow. Ich würde sagen, das war auf alle Fälle ein sehr guter Abschluss für die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Oh mein Gott. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao. Oh, ich bin Depp.